Lili, hallo. Heute mal zum Jahresbeginn wieder ein kleiner Sicherheitshinweis. Linux Mint. Oh, wie selten hatten wir Probleme mit Linux Mint. Und ja, den Nemo hatten wir eigentlich auch schon, ne? Den Nemo 267. Wir hatten es mit den Farben und mit den Emblemen. Und das Team hat noch weitergeschaut und hat noch einen weiteren Fehler gefunden. Ne? Es gibt die Möglichkeit unter Nemo, sofern man das entsprechende Modul überhaupt installiert hat, Nemo Compare. Ne? Es gibt ein Nemo Compare Extension. Und wenn man die installiert hat, erscheint bei Rechtsklick auf eine Datei zum Beispiel Compare oder Compare Later. Ne? Ich möchte hier den Fehler mal demonstrieren. Ähnlich wie bereits die anderen Fehler passiert das folgendermaßen. Wir wollen zwei Dateien miteinander vergleichen. Diese Datei 0 Bytes groß, keine schädliche Datei. Rechtsklick, Compare Later. So, jetzt suchen wir die Zieldatei, die sich zum Beispiel woanders befinden kann. Zum Beispiel in meinem Download-Ordner habe ich schon mal ein paar Ordner angelegt. Wir suchen jetzt den Zielordner und die Zieldatei. Ebenfalls eine Testdatei, 0 Bytes groß, um zu zeigen, es ist hier nichts in der Datei. Aber es ist etwas im Pfad. Ja? Ein Shell-Kommando im Pfad und dieses wird ausgeführt bei Rechtsklick Compare. Ja? Also das war die Datei, die wir zuerst gewählt haben. Jetzt vergleicht er die beiden und der Pfad gerät auf die Shell. Hello World! Okay, gut. Und dann erst kommt das entsprechende Menü, aber das wäre einem potenziellen Angreifer egal. Nun, warum kommt das auf die Shell? Das ist ja ein Shell-Kommando. Ja? Diese komischen Anführungszeichen oben, diese Apostrophs sind hier erreichbar mit Shift. Und dann diese Taste und dann Leerzeichen. So könnt ihr diese Sonderzeichen erzeugen. Das sind Shell-kommandospezifische Zeichen, die, wenn man sie auf die Shell gibt, das dazwischen befindliche Kommando ausführen. Da jetzt der ganze Pfad, ja, hier in dem Fall dieser komplette Pfad, gerät auf die Shell in dem entsprechenden Python-Skript. Der Bug ist inzwischen behoben. Nur habt ihr wahrscheinlich, obwohl eure Aktualisierungsversion sagt, ihr seid auf dem neuesten Stand, wahrscheinlich noch nicht die aktuelle Version von dem Compare Python Skript. Um das zu überprüfen, könnt ihr mal ein Terminal starten und ihr könntet machen locate nemo minus compare. Wo ist denn das? So, jetzt suchen wir uns das entsprechende Python Scription. So, das ist ein Python Skript und das ist dann hier zu finden. User Share Nemo Python Extensions Erweiterungen. Ne? Hatten wir gesehen, Erweiterung. Nemo Compare Py. Das können wir mal jetzt kopieren mit Kate oder ähnlichem. Mal öffnen oder gedit, was ihr so da habt. Kate habe ich gerade da. So, öffnen wir mal diese Datei. Steuerung V, Dateiname. Und Leerzeichen mache ich nicht. So, F11 unter Kate kann man sich das hier angucken. Quelltext, Zeilennummer. Und wir suchen wieder mal nach Steuerungfind os.system. Hier sieht man, hier gerät der entsprechende Pfad. Ne? Der wird hier in gewissen Argumenten für dieses Kommando hier angehängt. Ne? Sieht man hier zum Beispiel, Kommando ist bla 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 plus args, ne, Argumente und da drin steckt der Pfad. Und das Kommando gerät mit os-system, einem sehr unsicheren Befehl unter Python. Zumindest dann, wenn der Benutzer Einfluss hat auf den Pfad. Und dieser gerät dann über Umwege in das Kommando, wird der auf der Shell ausgeführt. Also wenn das bei euch noch so aussieht,
habt ihr noch die alte Version und seid im Prinzip angreifbar. Ja, wieso? Ja, ihr möchtet doch selber den Ordner anlegen, würde ich sagen. Nee, nicht unbedingt. Also dieser Ordnerpfad könnte genauso gut ein Pfad eines USB-Sticks sein, der euch zur Verfügung gestellt wird von einem nicht netten Mensch. Oder eine Share einer WebDAV-Freigabe oder sonst wo. Hier bräuchte der Angreifer nur irgendwo im Pfad ein Shell-Kommando platzieren und euch bitten, aus irgendeinem Grund zwei Dateien miteinander zu vergleichen. Eine vielleicht bei euch lokal und eine auf der Share. Und wenn ihr das dann tut, ne, das fällt vielleicht gar nicht so auf, was hier so ist, ne, die kleinen Stechelchen da oben, schon wird das Kommando ausgeführt, der ganze Pfad wird eingesetzt. Es könnte auch ein USB-Stick-Name sein, der hier reingerät, denn der ganze Pfad wäre dann Media und dann The Recrunner USB-Stick-Name und dann der Rest, ne, wenn der USB-Stick-Name böse ist, wäre es mit Compare ja, schon geschehen. Also wie gesagt, die Dateien selbst sind harmlos. Es ist mal wieder der Pfad, der uns Probleme macht, wurde aber vom Linux-Mint-Team bereits entdeckt. Wahrscheinlich in dem Zuge, wo man Nemo mal ein bisschen genauer angesehen hat, aufgrund meiner gefundenen Fehler. Ich hoffe, ihm geholfen zu haben. Verbleibend freundlichen Grüßen und tschüss.